Willkommen zurück. Ich bin Minister Kosch und hier geht's weiter in Farthest Frontier. Während hier fast unser Haus abbrennt, das ist tatsächlich wieder entstanden mal mit dem Beenden der Aufnahme der letzten Folge. Da kam dann noch eine Meldung, dass wir hier noch einen Brand haben, aber die aufmerksamen Nachbarn haben tatsächlich es geschafft, das Wasser aus dem Brunnen zu verwenden und Feuer ist gelöscht. Gut, dann machen wir mal weiter. Wir haben immer noch unsere Mauer, die wir hier bauen wollen. Die hatten wir ja in Reaktion eines der letzten Überfälle. Ich weiß gar nicht, was die letzte oder die vorletzte. Nee, muss der vorletzte Überfall gewesen sein. Als seit langem mal wieder aus dieser Richtung Räuber kamen. Und wir haben hier so einen kleinen Labyrinthgang vor. Den werden wir aber erst richtig bauen, wenn hier tatsächlich alles an der Mauer hochgezogen ist. Und da müssen wir einfach nur ein bisschen warten. Eben hat das Spiel wieder geruckelt. Sorry dafür. Ja, brauchen wir noch Steine? Vermutlich schon. Wir markieren einfach mal welche noch, die hier abgebaut werden sollen. Hier oben vielleicht den. Der ist ja eh in der Nähe. Gut. Da unten, der ist schon beauftragt. Alles klar. So, dann hatten wir in der letzten Folge gemerkt, dass wir ein paar Äcker etwas vergessen hatten. Wir hatten bei diesen beiden Feldern die Meldung bekommen, dass gedüngt wird. Das Problem ist, ich sehe nicht, dass gedüngt wird. Wir haben jetzt schon Spätherbst und im vorigen Jahr, also hier ingame, wurde uns angezeigt, dass er gedüngt wird. Es könnte sein, dass das damit zu tun hat, wie viel Arbeiter hier beschäftigt sind. Das weiß ich aber nicht genau. Ich setze hier mal 3 Arbeiter rein, bei diesem linken. Ich habe die Mechanik leider noch gar nicht verstanden, wann, wo hier Dünger verteilt wird. Vor allem, wer das macht, macht das der Mitarbeiter in der, wie heißt das, im Kompostplatz? Verteilt der die Dünger, den Dünger auf den Feldern? Oder holen sich die Arbeiter auf den Feldern den Dünger? Der Kompostplatz produziert tatsächlich Kompost. Und ich gehe mal von aus, wenn man im Kompostplatz hier einstellt, dass die Strategie, wie kompostiert werden soll. Dass dann auch der Mitarbeiter auf dem Kompostplatz den Dünger verteilt und nicht die Arbeiter auf den Feldern. So würde ich das jetzt interpretieren. Das Problem ist natürlich, dass wir dann, dass dieser eine Mitarbeiter, der hat natürlich dann auch relativ weit zu gehen. Bisschen schwierig. Okay. Oh Gott. Die 4 Felder, die wir hier, das sind unsere neuesten Felder, die wir angelegt haben. Warum gehen die denn so stark runter mit der Fruchtbarkeit? Das ist doch bei den anderen Feldern nicht so. Die Felder hier zum Beispiel, die sind, haben wir seit gefühlt 100 Jahren. Und da verändern wir auch nichts. Gut, das ist jetzt auch auf 36%. Was natürlich auch sein könnte, ist, dass wir zu wenig Kompost für die Anzahl der Felder haben. Und dass die mit dem Düngen nicht nachkommen. Haben wir wieder Unrat, der sich in den Häusern ansammelt? Hier ist okay. Hier liegt ein bisschen was. Nee, nicht wirklich. Zumindest nicht auffällig. Eigentlich liegt überhaupt fast gar kein Unrat in den Häusern. Okay, das heißt, wir haben nicht zu wenig Kompostplätze. Wie sieht es denn auf diesen Feldern hier aus?
Auch 35, 4. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen die Hälfte der Felder müssen wir nächstes Jahr einstellen. Ich kann die Felder nicht weiter so betreiben. Warum fällt uns das jetzt auf die Füße? Das frage ich mich. Ja, also wir machen von jedem, wir haben ja unsere Felder immer in diesen Knubbeln, würde ich mal sagen, machen wir jeweils die Hälfte, lassen wir brach liegen. Haben wir hier schon was brach liegen? Nein. Das ist noch das Beste. Dann würde ich das brach liegen lassen, dann ist auch am schnellsten wieder so bei 45%. So. So, in den brachliegenden Feldern werde ich mal nur einen. Ich hatte vorher auch nur einen Mitarbeiter. Was natürlich auch sein könnte, ist, dass einfach generell mehr als ein Mitarbeiter notwendig ist. Das weiß ich nicht. Ich habe wirklich wenig Erfahrung mit den Feldern. Die zwei sind okay, das müssen wir brach liegen lassen, aber das haben wir schon. Okay. So, hier haben wir 33, 57, 50, 53. Das meiste ist okay. Hier haben wir auch schon das meiste in brach liegen gehabt. Okay. So, und dann machen wir bei den Feldern, die wir weiter bearbeiten, werde ich mal mindestens zwei Leute reinsetzen. Hier haben wir zwei. Hier haben wir nur einen, das ist okay. Hier haben wir einen, aber es liegt auch brach. Hier sind es zwei, eins. Dann nehmen wir zwei. Und hier oben 35, 24, 26, 50. Okay, dann das kann weiterarbeiten mit 50. Das lassen wir brach liegen. Das erholt sich am schnellsten. 26, 24. Dann arbeiten wir hier weiter mit zwei Leuten. Hier arbeiten wir auch mit zwei Leuten. Und hier lassen wir es wieder brach liegen. Okay, dann müssen wir gleich mal gucken, wie viel freie Arbeiter wir denn haben. Das dürfte vermutlich nämlich nicht ausreichen. Ich habe super viele Leute mehr reingesteckt überall. Wobei dieses Feld hier mit einem Arbeiter auf 55% ist. An der Anzahl der Arbeiter kann es dann eigentlich nicht liegen. Gut, das muss man auf jeden Fall brach liegen lassen. Und da werden wir nur einen beschäftigen. Gut. Wie viele Arbeiter haben wir jetzt? 20. Ja, die werden wir in den Minen jetzt einsparen müssen. Das hilft nichts. Die neue Gießerei ist nicht besetzt. Das ist okay. Eisengießerei haben wir 5. Genauso wie Gold. Wie viele Vorräte haben wir aktuell? Ja. Wir könnten viel mehr Eisen herstellen. Aber da haben wir eigentlich auch einen guten Vorrat. Wie sieht es in der Schmiede aus? Die ist voll besetzt. Wir haben 5 Werkzeuge hergestellt, 3 Waffen und 4 schwere Werkzeuge. Oh, 6 schwere Werkzeuge haben wir hier vorrätig. Das können wir doch auch bestimmt verkaufen. Ja, wir packen davon mal welche schon mal ins Handelszentrum. Waffen
Nochmal drei. Die Werkzeuge. Tja. Nochmal vier rein. Okay. So, jetzt brauchen wir trotzdem noch Leute. Dann nehmen wir einen aus der Schmiede. Dann die Eisenmine. Nehmen wir auch noch jemand einen raus. Wie sieht's mit Kohle aus? Mhm. Sand. Haben wir zwei Leute beschäftigt. Und wir haben auch immer noch Glas vorrätig. Da können wir einen auch rausnehmen. Okay. Dann haben wir jetzt 25 Arbeiter. Das sind etwas mehr wie 10%. Boah, jetzt schon wieder nur 20. Es haben gerade wieder Gebäude angefangen zu arbeiten, offensichtlich. Haben wir hier in diesen Produktionsgebäuden noch Einsparpotenzial? Schuhe, wie sieht es da aus? Ja, da können wir einen wegnehmen. Die Weberei mit der Leinenkleidung. Ja, da können wir auch einen wegnehmen. Die Konservesenstrecke hat nur einen. Die Käserei auch. Die Fassbinderei. Können wir den vielleicht komplett rauswerfen? Ja, nicht ganz. Wie sieht's denn mit der Sägewerkstatt aus? Sägewerk. Nehmen wir mal zwei weg. Wir haben relativ viel Bretter aktuell. Und dann haben wir 31 freie Arbeiter. Das sieht gut aus. So, jetzt fängt die Folge erst richtig an. Jetzt mache ich die schnelle Geschwindigkeit auch rein. So, weiterhin keine Steinvorräte, weil hier an der Mauer weiter gearbeitet wird. Und den Stein könnte man auch noch abbauen. Und hier können wir weiter dran arbeiten. Gut. So. Dann läuft eigentlich alles wie geflutscht hier in unserem Dorf der Glücklichen. Ich würde ja gerne noch mehr Straßen zu gepflasterten Straßen machen. Aber das erfordert ja Steine. Wir könnten uns dann aber schon mal Gedanken machen, wenn da unten die Mauern fertig sind, wird das nächste Projekt dann direkt hier weitergehen. Da hat man ja beim letzten Überfall gesehen, dass das zwar schon gut funktioniert hat. Die Türme haben hier gut Leute beschäftigt, aber wir haben ja dann doch drei Soldaten verloren, die dann hier gestorben sind. Und ich möchte die Angreifer tatsächlich hier länger aufhalten. Und da müsste man dann den Gang so ein bisschen meandern lassen, sodass die einfach mehr hier lang gehen müssen und dann länger von den Türmen beschäftigt werden können. Okay, der erste Händler der Folge. So, da haben wir tatsächlich 50 Steine im Handelszentrum liegen. Ich erinnere mich, will ich die zu dem unterdurchschnittlichen Preis verkaufen? Wir müssen eigentlich nicht. 2000 Gold haben wir. Können wir irgendwas kaufen? Ton? Da muss ich ja sagen, mittlerweile können wir ja Ton durchaus regelmäßig einkaufen. Die eine Zeit, die es mal gab, nachdem wir das Handels... Zentrum hier auf die zweite Stufe gebracht haben, wo wir so 10, 15 Händler hatten, die gar keinen Ton hatten. Seitdem hat sich das gut eingependelt und eigentlich gibt es jetzt keinen großen Bedarf aktuell, dass wir noch Ton kaufen müssen. Wir haben ja jetzt 200 Ton und 94 Backsteine, das reicht eine Weile. Getreide für ein Gold, das ist allerdings interessant. Da wir durchaus ein Problem haben werden bald, wegen unseren Feldern, die nichts mehr hergeben. Aber wir haben auch noch 1000 Getreide und wir sind im Frühling.
Naja, wir werden trotzdem mal 500 Getreide kaufen. Sicher ist sicher. Und die Steine, das wird uns 300 Gold bringen. Das verkaufen wir dann doch noch. Ich hoffe ja, dass noch mehr Händler kommen in diesem Jahr, wo wir dann vielleicht auch irgendwie Bohnen oder sowas kaufen können, um den gesunkenen Ausstoß unserer Felder dann zu kompensieren. Okay. Ja, ansonsten hat sich jetzt so ein bisschen rausgestellt, dass wir eigentlich noch warten können. Warten, bis wir für 400 Einwohner kommen. Wir haben noch ein paar Gebäude, die wir nicht gebaut haben. Mit denen wir aber auch nichts anfangen können. Wir könnten theoretisch noch die Papierfabrik bauen und den Buchbinder. Beides, also die Papierfabrik ist natürlich die Voraussetzung für den Buchbinder. Aber wir können aktuell keine Bücher verwerten. Die werden in einem Gebäude verwertet, was wir noch gar nicht haben können. Dafür braucht man nämlich dann das Dorfzentrum Stufe 4. In der Bibliothek. Achso, im Markt. Ach so. Die Bücher werden auch an die Bewohner verkauft. Was machen die denn damit? Ja, das ist mal wieder so ein Fall, wo das Spiel an Erklärungen einfach spart. Also was ich mir vorstellen könnte, das ist jetzt aber rein in meinem Kopf zusammengesponnen, dass Bewohner sich so ausbilden können. Wir haben ja auch bei den Bewohnern immer noch diese Anzeige. Also holen wir uns mal einen Bewohner mal ran. Ausbildung Basis. Dann gibt es noch die Anzeige Ausbildung keine. Ausbildung Basis bekommen die Bewohner, wenn sie in die Schule gegangen sind. Das so anzuzeigen, macht aber keinen Sinn, finde ich, eine Basisausbildung zu haben, wenn es nicht noch eine weiterführende Ausbildung gibt. Kann es sein, dass die weiterführende Ausbildung dann mit den Büchern gemacht wird? Dann würde sich das Gebäude ja doch lohnen. Was brauchen wir denn für die Papierherstellung? Flachs und Wasser. Flachs hätten wir ja durchaus, aber verbrauchen wir aktuell komplett für die Leinenkleidung. Und die Bücher brauchen dann Leder. Da hatten wir mal vor einer Weile irgendwie 200 Leder einfach mal verkauft, weil sie zu viel angesammelt hat. Gut, wir haben jetzt 40 Fälle. Ansammeln tut sich nichts. Vermutlich hätten wir, wenn wir dann Bücher herstellen, einen Fellmangel. Felle werden ja in den Jagdhütten hergestellt, oder? Ja, genau. Wir haben noch ein oder zwei Jägerhütten, die noch auf ein Update warten. Da würde natürlich noch mehr Fellproduktion dann entstehen. Ich glaube auch in den Scheunen wird doch auch Leder produziert, oder? Ja, genau. Aber extrem wenig. Wir haben 4 Felle produziert. Und nur 340 Fleisch. Sehe ich das richtig? Das ist nur 340. Ist das 140 nur? Das war ja auch extrem wenig. Ich kann es leider nicht so richtig erkennen, diese weiße Schrift hier unten. Ja, wo war ich eigentlich? Verdammt. Es kam erstmal noch ein neuer Händler. Der möchte nichts von uns kaufen. Höchstens Holzbretter. Aber zu einem Halsabschneiderpreis.
So hat er Nahrung? Ja, Räucherfisch. Da werden wir jetzt zuschlagen. Wir haben 2000 Gold zur Verfügung. Bei dem anderen wollen wir nichts weiter. Genau. So, wir haben. Ah, wir haben aber auch 1100 Räucherfleisch vorrätig. Ja, das ist das Problem so ein bisschen. Letztes Jahr ist relativ viel Fleisch verdorben. Fast 250. Ich befürchte, wenn ich jetzt Fisch kaufe, dass uns dann das auch verdirbt wieder. Okay, wir werden nicht so richtig zuschlagen. Aber ein bisschen werd ich kaufen. Wir nehmen mal 200 Fisch. Kostet uns ja immerhin doch 600 Gold. Na gut, nehmen wir 150. Naja, mach mal 200. Sicher ist sicher. Gut. So, wenn wir jetzt tatsächlich in die Buchbinderei einsteigen würden. So, Papierfabrik braucht. Ah, da gehen unsere Tonvorräte schon wieder verloren. Löten, so. Kaum habe ich gesagt, wir sind eigentlich mit der Versorgungssituation mit Ton zufrieden. Brauchen wir hier Unmengen. Also, wir bräuchten 225 Ton und 100 Backsteine. Dann müssten wir eigentlich 200 Ton nachkaufen, mindestens. Kostet uns 800. Ne, machen wir das erstmal. So. Papierfabrik kommt. Ah, hat auf Auswirkungen auf die Attraktivität. Dann kommt es hier hinten hin. Irgendwo zumindest. Wenn wir hier ein bisschen glätten und hier so eine Straße durchziehen. Selbst die Straße geht nicht. Okay, erst glätten. Okay, macht mal. Dann würde ich es nämlich hier hinten dann hinpacken. Ja, wir wollen 6 Menschen aufnehmen. Wir wollen irgendwann mal 400 Bewohner erreichen. Zumindest wäre das das Idealziel. So, wie sieht's mit unserer Mauer aus? Okay, hier hinten haben wir es zugemacht, sehr gut. Hier hinten haben wir es auch fertig gebaut. Zumindest mal so weit wir geplant haben. Und ich sehe, wir haben tatsächlich einen Vorrat an Stein. Das ist ja unglaublich. Gut, dann lass uns mal hier die Mauer zu Ende führen. Sodass die tatsächlich ein bisschen hier sich bewegen müssen. So. Eben war es doch grün. Okay, dann müssen wir auch hier noch mal ein bisschen ebnen. So. Die beiden Türme können wir bauen dann. Okay, wieder ein Bär. Gut. Soldaten vor. Zwei Stück. Und dann bitte hier angreifen. Okay, dann macht ihr das schon. So, jetzt weiter an den Mauern. Ach, ich sehe gerade was. Ach, das ist ja doof. Ach, ich bin ja doof. Wir haben da gar nicht genug Platz.
Wir müssen den Turm ja noch einmauern. Ah. Ein Dorfbewohner wurde von dem Bär getötet. Ach du. Doof. Wo ist denn der Bär jetzt? Ach, die haben sich wieder gegenseitig getötet. Ich bewundere die Leute ja für ihren Heldenmut, aber deshalb ist er auch nicht weggerannt, weil es der Jäger war. Die Jäger greifen die Bären tatsächlich an. Ja. Ja. Na gut. So, wir haben jetzt aber auf jeden Fall hier einmal einen Baufehler. So. Also, wir brauchen hier eine Mauer. Und da. Dann brauchen wir ein Tor hier. Und dann muss hier die Mauer wieder weg. Also. Das muss weg. Rückbau, ja. So. Dann muss hier die Mauer reingezogen werden in die Mitte. Dann können die Räuber da so rumgehen. Können sie hier langlaufen. Dann kommen sie hier vor. Ich kann die Kamera leider nicht nach oben drehen. Hier ist noch Glätten. Okay, hier gibt es noch Glättungsaufgaben. Okay, ja, das, so sieht das besser aus. Also, die laufen hier rein, laufen hier rum, kommen hier an und hier sollen sie dann rauslaufen. Okay. Dann fehlt hier aber noch eine Mauer. Okay. Und da, wo wir jetzt geglättet haben, wollten wir auch noch das so lang ziehen. Genau. So, und bei Bedarf, wenn man das verlängern will, kann man noch was davor setzen. Weil die Türme stehen ja hier vorne. Und wenn hier wirklich sehr viel Bedarf irgendwann kommt, dann werden wir auch dann noch die Türme zur nächsten Stufe hochstufen. Aber wir lassen es jetzt erstmal. Es gab jemanden in den Kommentaren, dem ist es ein bisschen sauer aufgestoßen, dass die Türme auf der ersten Stufe, wie sie jetzt hier sind, kaum über die Mauern drüber gucken. Das stimmt zwar. Hier ist ein bisschen besser, vermutlich aufgrund der Beschaffenheit des Bodens. Hier vorne ist das noch ein bisschen schlimmer. Hier der kleine Turm guckt kaum über die seine Mauern hinaus, während das beim großen Turm durchaus besser aussieht. Aber der große Turm kostet halt deutlich mehr und das muss sich lohnen. Wenn ich den nächsten noch einen Turm hochstufen würde wollen, dann den hier. Das wird sicher kommen. Die Räuberanzahl wird ja auch immer mehr. Allerdings hier unten bei dem Projekt lassen wir auf jeden Fall die eine Stufe. Und weil sonst wird es mir hier unten zu teuer. Gut, aber das müsste jetzt hier so laufen. Das sieht ja alles perfekt geplant aus, wie immer. Und wir gucken mal hier hin, wie wir es jetzt hier planen wollen. Okay. Will ich das jetzt anfangen? Wir hatten den letzten Überfall in der letzten Folge. Tut mir sehr leid. Wir hatten den letzten Überfall in der letzten Folge. Wenn wir jetzt hier anfangen, fürchte ich, dass der nächste Überfall direkt in der Bauphase kommt. Allerdings macht die Bauphase eigentlich nichts schlechter. Glaube ich. Doch. Ah, das muss man auch bedenken. Das würde es schlechter machen. Nämlich die Tore zu den Türmen. Wie viele Lebenspunkte hat so ein Tor?
wenn ich es denn mal treffen würde. Tor. 1200. Die Mauer hat 1600, ja. Die Mauern halten mehr aus als Tore. Und so wie wir es jetzt gebaut haben, könnten die Rammen, müssten die erst eine Mauer einreißen, um zum Turm, zu kommen. Die Rammen haben die absolute Vorliebe, auf Tore zu gehen. Das ist, wenn sie erreichbar sind, rammt die Ramme Tore ein. Auch Zauntore, da kennen die gar nichts. Und wenn wir jetzt hier anfangen, Durchbrüche zu machen, dann sind die Tore direkt erreichbar für die Ramme. Ich würde tatsächlich dann nochmal den nächsten Überfall abwarten und erst dann hier die Bauarbeiten anfangen wollen. Ja. Halte ich für besser. Auch das Update von dem linken Turm würde ich auch nochmal warten bis direkt nach dem nächsten Überfall. Gut. Hier unsere Glättungsarbeiten für die Papierfabrik. Die sind auch fertig. Die Steine hier müssen wir abbauen. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier die Straße lang kriegen. Das sieht schon besser aus. Und die Papierfabrik. Ja, das sieht doch viel besser aus als vorher. Machen wir hier hin. So, wie sieht es mit dem Buchbinder aus? Der hat keine Attraktivitätsauswirkung. Aber da es natürlich vermutlich sinnvoll ist, den Buchbinder direkt neben dem neben der Papierfabrik zu haben, würde ich den mal nicht da oben hin mit hinsetzen. Hat er vielleicht positive Auswirkungen auf die Attraktivität? Nein. Okay. Dann setzen wir ihn hier unten mit hin. Durch Gebäude blockiert. Ah, das ist das die Papierfabrik noch? Okay. So. Den lassen wir aber erstmal deaktiviert. Wollen erstmal hier die Papierfabrik selbst anfangen. Okay. Wir haben 31 Mitarbeiter frei. Wie sieht es mit unseren Feldern aus? Bei den beiden Feldern hier, da wurde uns ja angezeigt, dass gedüngt werden sollte. Da ist absolut nichts passiert. Und wir haben jetzt hier 19%. Ach du Heilige Maria Josef und Gottesmutter. Ah. Ja, das können wir nicht machen. Wir können hier nichts anbauen dieses Jahr. Das sind 19%. Ah. Und hier haben wir 22, ja, das müssen wir. Ach, vor allen Dingen, bevor wir jetzt hier Buchweizen wäre, würde ich jetzt reinkommen. Nee, das geht nicht. Das müssen wir auch komplett einstellen hier. Das heißt, von diesen vier Feldern ach, ich hatte ja gesagt, ich wollte die Hälfte brach liegen lassen. Das habe ich eh nicht gemacht hier unten. Aber das sind auch 24% hier. Ja, die müssen wir eigentlich alle einstellen hier. Das geht nicht. Na gut, das 32er könnte man theoretisch machen. Aber da ist schon das meiste eh schon brachliegend. Achso, deswegen ist es auch 32. Ah. Aber wir haben hier noch Steckrüben. Die können wir auch rauswerfen. Ja. So, es wird ein bisschen knapp werden vermutlich dann mit den Nahrungen. Von daher wäre es sicher auch günstig nochmal zu gucken, können wir irgendwas einlagern und direkt verkaufen. Vermutlich die Holzbretter. Eigentlich eine gute Idee. Damit wir genügend Geld haben, um Nahrung zu kaufen. Was sind denn die Holzbretter hier? Wir lagern mal 120 ein. So. Leinenkleidung haben wir gerade die Mitarbeiter reduziert. Auch bei den Schuhen. Seife will ich nicht verkaufen. Kerzen haben wir fast nichts da. Wollen wir Eisen verkaufen? Hm. Lieber nicht, oder? Weil da machen wir lieber die Waffen und die schweren Werkzeuge draus.
Wir haben 11 Kettenhemden. 8. Können wir schon mal einlagern. Kräuter haben wir nichts mehr da. Nichts mehr vorrätig. Armbrüste haben wir aber. 15. Okay. So, und ich glaube, da kommt gerade noch ein Händler. Dann wäre das die letzte Aktion für die Folge. So, der kauft ja fast gar nichts. Was ist denn hier los? Drei Waren kauft er. Von denen wir nichts haben. So, Fisch zu einem schweineteuren Preis. Das werden wir nicht machen, glaube ich. Haben wir von den... Ja, der andere Fisch, den haben wir schon verteilt. Fisch mögen die viel lieber als Fleisch irgendwie, oder? Das ist ein paar Mal aufgefallen. Jedes Mal, wenn wir Fisch kaufen, der ist sofort verteilt. So, den Rest kaufe ich auch nicht. Ja, Plattenrüstung und schwere Waffen ist sicher sinnvoll, das zu haben, aber wir können uns das auch nicht leisten. Nicht wirklich. Die schweren Waffen schon eher, aber aktuell müssen wir tatsächlich darauf achten, dass wir Nahrung kaufen, statt sowas. Na gut, dann sind wir für die Folge durch. Zumindest mal das Stadtkonto füllt sich aber gut. Die Buchbinder und Papierfabrik, die kostet kein Gold, oder? Nee. Auch keine regelmäßigen Kosten, das ist ja gut. Allerdings werden wir die mit Arbeiten besetzen müssen. Was uns neben den beiden Dingern noch fehlt, ist die Apotheke. Die werde ich aber auf keinen Fall bauen. Denn wir haben keine Weiden, wir haben keine medizinischen Wurzeln. Die müssten wir beide kaufen. Und dafür habe ich das Geld nicht übrig. So, dann Theater haben wir gebaut, Kneipe haben wir gebaut. Ja, das wäre das Letzte, was uns dann gefehlt hat. Alles andere würde Stadtzentrum Stufe 4 sein, beziehungsweise so ein paar Deko-Sachen können wir noch bauen, die wären auch durchaus noch sinnvoll. Gut. Nächste Woche geht's weiter. Und ihr schaltet vielleicht wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.